Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu The Way of the Hunter. Jetzt stellt sich der Entwickler Ninewalk Games vor. Also, was hat der Entwickler vorher gemacht? Was haben die Mitarbeiter vorher gemacht? Dazu gucken wir uns jetzt mal das Video an. Ich lasse es erstmal einmal durchlaufen und dann reden wir nochmal drüber, was die vorher so gemacht haben. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Video. Welcome to the first part of our Dev Diary series, where you'll learn more about Way of the Hunter. But first, let's introduce our studio. My name is Michal Dudic, I'm the community manager at Nine Rocks Games. We are based in Bratislava, the capital of beautiful Slovakia. Our journey started more than a year ago when we found a reliable partner in THQ Nordic. Since then, we have been a proud member of their ever-growing family. Our first collaboration is called Way of the Hunter. It's an ambitious open-world hunting game. Why a hunting game? For that, let me introduce our CEO, David Durchak. Although Nine Rocks Games is a relatively young studio on paper, many of us have been making games for over 20 years. We started in the 90s as Cauldron, making games like Spellcross or Chaser, successful hunting games under the Cabela's brand for Activision, then became part of Bohemia Interactive, working on DayZ. So we are now a team of more than 50 people, consisting of seasoned veterans and fresh talent, and we wanted to show the world how passionate we are when working on our beautiful open-world hunting game. Now you understand why our first project is an open-world hunting game. Many Nine Rocks Games developers have years of experience making hunting games and open-world games. We want to push the genre forward technically and gameplay-wise, and introduce it to players who might not have considered playing a game like this before. Hopefully, we will be able to persuade them through the quality of the game itself. So, what can you expect from Way of the Hunter when it releases on August 16 for PC, PlayStation 5, and an Xbox Series X and S? Well, you'll have to wait a little longer to learn more about the game from trailers and upcoming dev diaries. The next one will go deeper into the topic of the trophy generation system. Until then, be on the lookout for updates and new information about Way of the Hunter on our official Discord and social channels. We'll see you soon. Hier sehen wir zum Beispiel auch am Ende, was jetzt auch, also für was es rauskommt. Also es wird nicht für PlayStation 4 rauskommen und auch nicht für Xbox One, ne? Also PC ist klar, aber halt kein PS4, kein Xbox One. Wir gucken jetzt hier nochmal am Anfang rein. Die Entwickler... Also das Entwicklerstudio... Welcome to the first part of our Dev Diary series, gibt's noch nicht so lange. But first, let's introduce our studio. My name is Michal Dudic, I'm the community manager at Nine Rocks Games. Genau, die sind jetzt gepartnert mit THQ Nordic, das wollte ich jetzt nochmal hören. We are based in Bratislava. Bratislava auf jeden Fall, in der Slowakei sind die ansässig. The capital of beautiful Slovakia. Our journey started more than a year ago when we found a reliable partner. Okay, also vor einem Jahr haben die sich verpartnert mit THQ Nordic. Ne, THQ Nordic ist ja auch bekannt für Biomutant und alle möglichen anderen Spiele, also auch ein sehr großer Publisher. Ja, und die und jetzt gehen wir nochmal auf die Geschichte ein, welche Spiele sie vorher gemacht hatten. Wir hatten ja vorhin schon gesehen, viele Jagdspiele, auch mit DayZ sind einige Entwickler dabei. Since then, we have been a proud member of their ever-growing family. Our first collaboration is called Way of the Hunter. It's an ambitious open world. Genau, also die erste Kollaboration ist jetzt halt Way of the Hunter mit THQ Nordic. World hunting game. Why a hunting game? For that, let me introduce our CEO, David Durchak. Although Nine Rocks Games is a relatively young studio on paper, many of us have been making games for over 20 years. We started in the 90s. Also seit 20 Jahren machen die Entwickler Spiele. Hier zum Beispiel Spellcross war eins der ersten Spiele. Like Spellcross or Chaser.
Chaser auch nochmal ein anderes Open World Game. Also er hat gesagt, die haben auf jeden Fall schon viele Open World Games gemacht. Successful Hunting Games under the Cabela's brand. Hier zum Beispiel Big Game Hunter, Cabela's Big Game Hunter. Also Jagderfahrungen haben sie auf jeden Fall auch schon. For Activision, then became part of Bohemia. Hier dann DayZ, ne? Das ist quasi auch sehr wichtig, gerade für die offene Weltgestaltung, ne? Damit das halt auch natürlich aussieht. Und ich muss wirklich sagen, DayZ hat für mich eine der schönsten Open Worlds, muss ich einfach so sagen. Ich habe DayZ auch sehr lange gespielt damals und finde die Open World wirklich mega. Interactive working on DayZ. So we are now team of more than 50 people. 50 Leute arbeiten jetzt daran. Wie gesagt, seit einem Jahr mit THQ Nordic quasi arbeiten sie zusammen, Kollaborationen. Consisting of seasoned veterans and fresh talent, and we wanted to show the world how passionate we are when working on our beautiful open world hunting game. Also die Welt sieht ja auch wirklich sehr gut aus, finde ich. Also ich bin wirklich gespannt auf den 16. August, was uns da erwartet. Die Videos, wie gesagt, hiernach kommt jetzt gleich noch ein Video zur Trophäengestaltung. Wie die Trophäen, die unterschiedlichen Trophäen aufgebaut sind und so weiter. Also, boah, also da ist schon ein ganz schönes System dahinter. Now you understand why our first project is an open world hunting game. Many Nine Rocks Games developers have years of experience making hunting games. Hier Battle Isle haben sie auch gemacht, denn hier noch andere Jagdspiele sieht man jetzt hier. And open world games. We want to push the genre forward technically and game. Also ich denke, das passt auch sehr gut zusammen. Also gerade die Kombination aus Erfahrung mit Open World Games, dann noch die Erfahrung mit den Jagdspielen und so weiter. Also das passt schon sehr gut zusammen. Play-wise and introduce it to players who might not have considered playing a game like this before. Guck mal, hier zum Beispiel, die eine Entwicklerin scheint hier, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, aber halt irgendwie was mit Hunden, hatte ich auch schon mal gesehen. Also halt auch einige Entwickler dabei, die halt auch schon so, ja, mit Animationen von Tieren zu tun haben. Hopefully. We'll be able to persuade them through the call. Das ist deswegen hier auch nochmal das Bild mit dem Hund wahrscheinlich. So, what can you expect from Way of the Hunter when it releases on August 16th for... Hier sieht man das halt nochmal, ne? PS5, Xbox X und S und halt PC, 16. August. Bei PC für Steam, der Preis ist 39,99. Kann man jetzt auch schon vorbestellen. Hau ich den Link auch nochmal in die Beschreibung rein. PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Well, you'll have to wait a little longer to learn more about the game from trailers and upcoming dev diaries. Then ja, wie gesagt, das nächste Dev Diary, da seht ihr schon im Hintergrund so ein paar Geweihe und sowas alles. Da geht's jetzt im nächsten Video weiter, wie die Trophäen aufgebaut sind, was es für Variationen gibt und die Unterschiede und sowas alles. Das machen wir dann im nächsten Video. The next one will go deeper into the topic of the trophy generation system. Until then, be on the lookout for updates and new information about Way of the Hunter on our official Discord and social channels. We'll see you soon. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sieht alles, hört sich auch alles sehr gut an. Wir werden natürlich, also ich hoffe, dass ich euch schon vorab was zeigen kann. Müssen wir mal sehen, wie das genau läuft. Kann auch sein, dass das dann alles zum Release läuft, dass man vorab nichts zeigen darf. Wird man sehen, weiß ich jetzt noch nicht. Der Entwickler hat gesagt, ich soll mich 2 Wochen vorher nochmal melden, vor Release. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, bin auf die ersten Livestreams gespannt, auch gerade wie sich die Tiere verhalten, wie die Welt vor allen Dingen dann auch so selber beim Spielen aussieht, ne? Wie sich das halt auch anfühlt, wie sich die Waffen anfühlen. Übrigens, es ist jetzt auch bekannt, dass nicht nur Steyr als Waffenpartner mit dabei ist, als Originalmarke. Die haben jetzt auch schon angekündigt, dass Remington, also die Waffenfirma Remington, auch jetzt mit drin ist. Vielleicht hauen sie ja vorm Release noch weitere Infos raus. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da jetzt noch so an Infos und ja, Verpartnerungen und alles Mögliche kommt. Wird es auf jeden Fall Videos dazu geben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Werde euch jetzt auf jeden Fall gleich im nächsten Video das mit den Trophäen nochmal zeigen, wie das alles aufgebaut ist, die unterschiedlichen Trophäenarten und so weiter.
Bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Und damit ihr keine Videos mehr verpasst, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Video. Euer Underwater Frank. Tschüss.